Hallo VfBler, ich nehme euch heute mit nach. Nein, wir freuen uns jetzt unheimlich, dass es losgeht. Wir haben lange darauf hingearbeitet und zum Glück sind auch alle pünktlich da. Ne? Das war schon mal was. Wir sind heute Morgen um 4.15 Uhr in Stuttgart losgefahren. Ist schon ein Trip und wir freuen uns jetzt, dass es losgeht. Zum einen haben wir eine lange Winterpause, ne, durch die WM in Katar. Das ist schon was, wo man auch die Mannschaft in Bewegung halten muss. Und deswegen, ob du jetzt nach Marbella in ein zweites Trainingslager fliegst oder dann was anderes machst, was strategisch für uns auch wichtig ist, für uns, aber auch für die Bundesliga, dann haben wir gesagt, nee, da gehen wir jetzt was Perspektive hat. Und das ist im Sinne der Bundesliga. Wir wissen ja alle, dass die größte Erlösquelle die TV-Rechte sind. Und der Topf der internationalen Medienrechte, der hat noch viel Luft nach oben. Und zum anderen auch für uns. Wir haben so viele Sponsoren, also der schwäbische Mittelständler und auch die Konzerne, die verdienen ja ihr Geld nicht nur im Schwabenländle, sondern wir sind hier verwurzelt, aber verdient wird das Geld oftmals auch im Ausland. Und dass USA ein ganz wichtiger Markt ist für unsere großen Partner, egal ob es jetzt ein Mercedes ist, ein Kärcher oder auch Mittelständler, die wir hier in der Sponsorenschaft dabei haben, die wirklich mitreißen und dort quasi die Tour auch nutzen, um wiederum ihre US-Kunden mit in diese Faszination VfB reinzubekommen. So, und dann versuchen wir einfach das Ökosystem aufzubauen. Also für uns, für unsere Sponsoren bringt das definitiv was. Dann für die Internationalisierung der Liga und natürlich die Jungs, die müssen bei Laune gehalten werden, die müssen trainieren und die Trainingsbedingungen dort, die werden gut sein. Ja klar, die Reise war schon anstrengend, bis wir dann alles erledigt hatten, bis wir dann im Hotel angekommen sind. Ich glaube, es war 19 Uhr da, bis dann zusammen Abendessen noch. Und dann hat man schon gesehen, dass die Jungs müde sind, sofort aufs Bett sind und geschlafen haben. Von daher war es heute so ein bisschen wichtig reinzukommen, ein bisschen durchzubewegen, ein bisschen mobilisieren, zu stabilisieren und jetzt ein bisschen am Ball, ein bisschen Eck spielen, ein bisschen Passspiel, dass wir da gut reinkommen und morgen werden wir dann ein bisschen mehr machen. Also die Bedingungen am Trainingsgelände sind super, ja, vor Ort. Rasenflächen sind top, ja, macht Spaß. Nee, wir nehmen das gut an, wir machen eine gute Woche draus, versuchen dann ein ordentliches Spiel gegen Köln zu machen und dann war das eine schöne Woche. Ja! Gut, das ist schön. Also wir hatten den Kontakt hier in Austin bekommen von unserem Partner und der hat dann hier mit den Highschools gesprochen und daraus ist dann der Besuch hier in dieser Venue entstanden und wir haben heute die Jungs und Mädels von der Weiß Highschool hier und sind so 15, 16, 17 Jahre und ja, ist eine super Sache. Also wir würden erstmal eine Erwärmung machen mit allen Spielern im Zentrum und dann würden wir in vier Gruppen verteilen, wo wir würden einfach unterschiedliche Spielformen mit dem Spieler ausmachen, denen einfach ein bisschen zu zeigen, was wir auch mit unseren Jugendspielern hier machen und auch was wir mit dem Spieler machen. Das wird Spaß sein. Das ist ein tolles Stadion. Schauen wir, was geht. I want to welcome you guys to today's session with VfB Stuttgart. Thanks for having us in advance. I want to thank Coach Anderson for trusting us with the boys and the girls later. It's an honor to be here. Everybody's got the two balls over here like this. What I want to see is that everybody has the ball on the left side of the two cones. What we're going to be doing now is I'm going to pull the ball back with my right sole and I'm just going to roll it across with my left. So I'm going like this and I touch it forward with the inside right and I stop. So we do it at the same time. Pull it back again with the left. Go now across with the sole. Inside, stop, okay? That's looking better, well done. More energy, guys, come on. What I wanna see now is that we're saying what we're doing. Yeah, so now we're gonna say back, yeah? Sole, inside, stop,
Now, while we're doing the exercise, I want to hear you guys talking to the ball, talking to yourselves, okay? So it should be a little bit louder now. Okay, so go, 30 seconds now, a little bit quicker. Talk to the ball, please. Yeah, it's a little bit more difficult now. You got to keep the ball on your feet the whole time. We're gonna be doing a little bit of one-on-one. This is what I like to do with a lot of the players from, we did this with first team players also, but I do this a lot with the players from the academy. Good, keep going. So if I have an, come on in the family, if you have an, I stop it, yeah? Now it's very, very difficult for me because he can now come in. So what I wanna do and what one against one is quite important, we wanna swing him to make a decision. So what that means is when I receive it, first of all, I can either have my touch goes out, he has to make a decision, he comes and I can go, or, and this is what I wanna give you guys with, when my first touch, he comes and I get a fake in with my first touch. Good, well done. Hold. Good, great. Break him. Oh, he killed him. Hey. So sometimes we're going too quick. Yeah? When I say work him, he was working him, he's waiting for him to come. If he's gonna come, and then he's gonna go. Yeah? But you wanna try to make it a little bit more deceptive rather than just here and it's one against one. So that was very good. Do that again, okay? Yes. Yes, a good touch, man. Stay with it, reward yourself, good. Beat him. Oh, Emma, well done, hey, yeah. Ja, also die Kinder sind super drauf, die haben sich total drauf gefreut und man sieht auch, wie viel Spaß sie haben. Thank you, girls. Thank you. Hallo VfBler, ich nehme euch heute mit nach Dallas. Wir gehen nämlich zum Basketballspiel der Dallas Mavericks. Und ich wollte mal ein paar Eindrücke aus dem Bus sammeln. Wir sind nämlich gerade auf dem Weg. You excited for the game? I'm always happy, it's okay. Thomas? Oui, c'est bon. So, wir sind jetzt eine gute Stunde unterwegs. Die Vorfreude steigt. Ich fange mal ein paar Bilder ein, weil die Leute wirklich aufgeregt sind. Wir machen kurz eine kleine Pinkelpause. Fabian, Daumen hoch, wenn alles okay ist. Ja, hallo Sven. Kleines Päuschen machen, Pipi-Pause und dann fahren wir weiter nach Dallas. Unser Physio Manu, hi. Grüß dich, was macht ihr hier? Spiel? Absolut. Ja? Ja! Yeah. Wie viele Touchdowns fallen heute? Ich werde jetzt mal kurz unseren Cheftrainer hier ranholen und mit ihm ein kleines Interview führen. Michi Wimmer, hast du irgendwie vor, dir heute was beim Basketball abzuschauen für unser Training? Ich muss mir das alles mal anschauen. Vielleicht sind Spielzüge dabei, die wir nutzen. Vielleicht auch Boxverteidigung, 1 gegen 1, ein paar. Ja, Würfel blocken, Rebound da sein, zweiter Ball sind schon so Themen, die interessant sein können. Ja. Verstehe ich. Heute gibt es keine Torhüter. Ist das überhaupt ein Event für dich? Du hast recht, Basketball hat keine Torhüter. Aus der Sichtweise habe ich das noch gar nicht betrachtet. Wobei Würfe? Torhüter werfen auch den Ball. Also okay. Schauen, dass ich da irgendwie was abschauen kann. Also, auch unser Torhüter-Trainer ist dabei. Wir sind auf dem Weg zur Halle. Hier ist die Halle. Da. And then if we can check the video cameras right there. Oh no. Warum ich?
heute mal die NBA angeschaut. Also das ist natürlich ein Riesenerlebnis für uns alle, so mal auch amerikanischen Sport zu erleben und jetzt auch mal hier am Ende auf dem Feld zu sein und nochmal einen Wurf zu machen. Ich habe getroffen, wie sieht es bei dir aus? Ich leider nicht, aber ja, ich kann mich nur anschließen. Cooles Erlebnis, ja. Gibt es so in der Art in Deutschland nicht, deswegen ja, war es für uns richtig cool hier zu sein. Ich habe auch in der Jugend ein bisschen öfter gespielt, auch in der Schulmannschaft damals. Also ist schon eine coole Sache und auch jetzt als Hobby immer mal wieder noch. Liegt auch, glaube ich, daran, dass ich Torwart bin und da liegt es mir noch mal eher wie im Luca. Ja. So, wie ihr seht, sind wir wieder draußen. Man hat mir meine Cam weggenommen wegen des Spiels. Ich durfte leider nichts von drinnen aufnehmen, nur am Ende noch von den Jungs, wie wir auf den Korb geworfen haben. Es war ein richtig cooles Erlebnis, hat mega Spaß gemacht. Leider von drinnen keine Videos, aber ich glaube, wir sind jetzt alle müde. Fahren jetzt noch ziemlich lang nach Hause, beziehungsweise ins Hotel. Und ich glaube, es war ein guter Tag mit vielen Eindrücken.